liebe Blankenburgerinnen und Blankenburger, ich melde mich heute aus dem Impfzentrum hier in Blankenburg im Sportforum. Wir haben ja Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre angeschrieben. Bisher konnten wir über 300 Impfungen hier vornehmen. Ich freue mich erstmal mitteilen zu können, dass in der nächsten Woche weitere Einladungen für die weiteren Jahrgänge erfolgen werden. Und was, glaube ich, auch das Impfen in der Zukunft betrifft, ist es ganz wichtig, dass unsere Hausarztpraxen im April starten können und mit bei den Impfungen dabei sind. Das müssen wir breitmöglichst aufstellen, damit wir auch schnell mit den Impfungen vorankommen. Hier in Blankenburg selber wird es auch so sein, dass wir Erzieherinnen und Lehrer impfen und auch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus unserem Landkreis, die mit rettungsdienstähnlichen Tätigkeiten betraut sind. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, dass wir bei den Impfungen vorankommen. Also ich möchte erstmal zum Ausdruck bringen, dass ich froh bin, dass wir inzwischen sehr viele Bürger der Stadt impfen konnten, weil meine Meinung ist, dass wir nicht anders aus dieser Misere herauskommen. Und ich bin auch froh, dass so hohe Impfbereitschaft ist, auch bei jüngeren Menschen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, wer die Chance hat, sich impfen lassen zu können, sollte das auch tun. Hier ist im Impfzentrum jetzt hier heute unser dritter Einsatz. Es ist sehr gut organisiert und insbesondere auch die alten Menschen sind sehr begeistert, dass das ohne lange Wartezeiten, ohne unnütze Bürokratie hier über die Bühne geht, freuen sich, wie unkompliziert das alles läuft. Wir können auch in den Hausarztpraxen inzwischen impfen. Es gibt Modellpraxen, die das schon in dieser Woche tun können. Ab 12.04. kann in allen Hausarztpraxen, die das möchten, geimpft werden. Und deswegen eigentlich der Appell an alle, sich an ihren Hausarzt zu wenden, zwecks einer Impfung gegen Corona. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön möchte ich heute auch vor allem an die ehrenamtlichen Kräfte hier vor Ort im Impfzentrum in Blankenburg richten. Allen voran den Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes vom Kreisverband Wernigerode und natürlich auch den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Blankenburg. Sie ermöglichen, dass die Impfungen und auch die medizinischen Abgleiche hier vor Ort ermöglicht werden. Ich danke auch unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung, aus den Eigenbetrieben und natürlich dem Ärzteteam, das hier vor Ort die Impfungen durchführt. Das zeigt, wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang, um beim Thema Impfungen und auch beim Thema Testungen ein ganzes Stück weit voranzukommen. Dankeschön. Ja, schön, dass ich auch noch ein paar Worte sagen darf. Ich freue mich, dass die Stadt Blankenburg hier unterstützen dürfen als Deutsches Rotes Kreuz aus Wernigerode. Und freue mich auch über die Zusammenarbeit mit der Stadt Blankenburg, mit den Feuerwehren. Unser Team hat jetzt bisher alle Termine hier abgesichert. Es braucht sich auch niemand von Ihnen Sorgen machen, dass irgendwas schief geht. Wir sind gut vorbereitet. Wenn Sie uns in unserer Arbeit unterstützen wollen, dann füllen Sie alle Dokumente vorher entsprechend aus. Bringen Sie zum Termin mit, Ihre Krankenversicherungskarte, Ihr Impfbuch und die Aufklärungs- und Anamnesebögen. Und dann sind Sie auch mit ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde und einem kleinen Pieks hier fertig, geimpft und geschützt. Wenn das öffentliche Leben hoffentlich bald wieder nach und nach hochgefahren wird, werden Corona-Schnelltests und Corona-Tests eine größere Rolle spielen. In Blankenburg bietet im Moment die Nordharz-Apotheke solche Schnelltests an. Nach Ostern wird ein privates Testzentrum an den Start gehen und Ihnen die Möglichkeit bieten, wenn Sie das für Zutrittskontrollen, für einen Eintritt benötigen, auch Testungen durchzuführen. Ich darf Sie darum ermuntern, wenn Sie es wünschen, diese Angebote auch wahrzunehmen. Es werden auch einige Apotheken noch dazukommen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, beim Hochfahren des öffentlichen Lebens diese Angebote auch zu nutzen, sodass neben den Impfungen, die ich für prioritär erachte, auch die Testungen eine wichtige Rolle spielen, um wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückzukehren. Ansonsten wünsche ich Ihnen für die bevorstehenden Ostertage alles Gute und bleiben Sie im Sinne von Corona negativ. Herzlichst, Ihr Heiko Breithaupt.